Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time Walk in Talk. Wir sind schon auf dem Weg zum ersten Boss, ja, und ich dachte mir, Mensch, ist egal, 1, 2 Trash-Gruppen oder 700 wird eh dazu gepoolt, oder? Dann passt das mit der Zeit vielleicht mal. Wir sind heute auf Twitter unterwegs, liebe Leute, da habe ich auch Bescheid gesagt, Mensch, Themenbereiche wie Thrall, Sauerfang und Classic sind schon soweit abgefrühstückt, Freunde. Habt ihr noch irgendwie andere Fragen? Ja, davon haben wir in den letzten Parts reichlich schon, naja, uns drüber unterhalten halt. Und tatsächlich meinten einige, jo, wir haben fresche Fragen außerhalb dieser Themenbereiche. Mein Guter, darum wollen wir gleich anfangen mit dem guten Andrew. Hi Craft, ich hätte eine kleine feine Frage. Was hältst du persönlich von der Entwicklung des Add-ons, Zusammenhang zwischen der Geschichte, die wir bisher jetzt erleben durften, und den kommenden Add-ons bzw. Patches? Mir persönlich fehlt der Zusammenhang aktuell noch mit Mechagon sowie Nasiata. Wo liegen die Schnittpunkte mit der aktuellen Story? Und der ein oder andere ist beim ersten Hören dieser Frage mit mir jetzt ganz intuitiv gemeinsam am Grinsen, ja, denn du hast völlig recht, wenn man nicht abseits der Hauptstory, der Kriegskampagne und dem vermeintlichen Hauptinhalt dieses Addons schaut, ja, mal von der Grenze oder vom Feldweg rein in den Wald blickt, dann sieht man da tatsächlich recht wenig Zusammenhang. Allerdings gibt es auch einige offensichtliche Punkte, wie zum Beispiel allein das Sturmsangtal, der Schrein des Sturms, ja, wir müssen nicht mal in den Dungeon gehen, wir müssen uns das Ding nur ansehen und das schreit verdammt nochmal nach Leere und alten Göttern, nach N'Zoth und Achara und so weiter. Und da ist ja auch schon der Zusammenhang. Achara ist ja oberste Dienerin von N'Zoth, ne? Wir hatten am Anfang, pre-BFA, hatten wir diese Warbringer-Comics, diese kleinen Cinematic-artigen Sequenzen von Blizzard ja auch veröffentlicht auf YouTube und Co., wo ja Achara auch als einer der Hauptcharaktere vorgestellt wurde. Ja, das heißt, wir wussten, die wird auch kommen. Die ist im Bunde mit einem der alten Götter, das ist also unvermeidbar. Dann hatten wir ja den Dungeon-Schrein des Sturms, ja, wo ja Achara auch mit unserem obersten Gezeitenweisen spricht und die Flotte haben will. Dann tauchen wir da runter, kriegen von den alten Göttern mit, dann kam jetzt raus, unter diesem Schrein ist noch der Tiegel, ja, wo sogar Teile von N'Zoth sich mitbefinden und einige seiner obersten Diener. Also das ist ein, ich sag mal, paralleler Entwicklungsflow, der natürlich schon im vermeintlichen Kontrast zur Hauptstory, nämlich Allianz gegen Horde, Sylvanas ist böse, Anduin ist gut oder umgekehrt oder beides und hin und her, ja, das ist natürlich ein krasser Kontrast dazu. Und in dieser Hinsicht empfehle ich jedem, der keine Lust hatte bisher oder keine Zeit oder es eben auch einfach nicht gesehen hat, ja, definitiv meine Analysen/Lore-Playlist hier auf YouTube auf meinem Kanal zu finden. Denn da beschäftigen wir uns unter anderem mit solchen Themen und nehmen Zitate wie Ingame-Bücher und sonstige Hinweise eben aufs mühgenau auseinander, ja, und sprechen darüber, was das eben für eine Bedeutung haben kann für uns als Spieler, für Charaktere in diesem Add-on, in diesem Story-Flow, ja. Und du hast absolut recht, dass es, wenn man eben nicht so genau mit dem Finger in der Wunde bohrt, ja, dass es dann wirklich schwierig sein kann, diese Elemente zusammenzusetzen gedanklich, ja, und dass man sich auch hinterfragen könnte, wie passt das denn? Ja, in dieser Playlist haben wir damals am Anfang von BFA zum Beispiel angefangen, deswegen empfehle ich auch eher die zweite Hälfte für diese Thematik, ja, weil die Playlist gibt es schon ein bisschen länger. Ist auch oben rechts in der Infokarte für euch verlinkt, Freunde, wenn ihr noch nicht reingeschaut haben solltet. Und da haben wir zum Beispiel auch schon angefangen, Battle for Azeroth, ja, das ist ja, das schreit ja auch nach anderen Parteien, die da zum Beispiel Bock drauf hatten oder haben. Dann haben wir diese Thematik mit dem Azeroth, ja, wo dann immer mehr Feinde kamen. Dann haben wir das analysiert, auch das Ableben von Vol'jin, ja, wo ihm da eben Rauch zugeflüstert wurde und so flüstern. Zum Beispiel auch immer ein Merkmal der alten Götter, seit es unsere Welt gibt, wenn man so sagen will, ja. Und so sind wir da vorgegangen und so haben wir uns quasi die Story, die jetzt eigentlich kommt, schon, ja, quasi selbst zusammengebastelt, ja, also deswegen für uns Lore-Freaks, sage ich einfach mal, ist das eine notwendige Entwicklung nahezu, aufgrund der Hinweise, die wir, ja, uns so zusammengearbeitet haben, zusammenklamüsert haben, wie ich immer so schön sage, ja, wie ich das eben beschrieben habe. Von daher ist das Ganze mit Nasiatar, das ist für mich eine relativ klare Sache und die musste auch so kommen. Nasiatar ist ja nichts anderes als die Hauptstadt der Naga. Achara wurde nicht nur offiziell von Blizzard bei diversen Pressekonferenzen und Co. als Boss auf Gul'dan-Niveau bestätigt, sondern sie hatten eben auch ihre Kriegsbringerreihe mit Jaina, Sylvanas und Achara. Ja, von daher war das relativ klar. Womit ich auch ein kleines Problem habe in dieser Fragestellung, ist Mechagon. Ja, weil Mechagon ist jetzt eben nochmal so ein kleines Pendant, ist so eine kleine Spielzeug-Freudeninsel, ja. Und wie die jetzt loremäßig passt, ich meine, das haben sie sehr schön eingearbeitet. Wer es noch nicht gesehen hat und sich gerne ein bisschen auch spoilern will, ich habe ja die erste Quest, die wir als Hordler zum Beispiel nach Mechagon aufbrechen, habe ich ja zum Beispiel auch auf meinem Kanal vom PTR aufgenommen. Und das heißt, sie haben das schon sehr schön eingearbeitet, aber das ist im Vergleich zu Nasiatar auf jeden Fall random.
Und das war auch komplett unvorhersehbar. Ja? Also in dem Fall hast du auf jeden Fall völlig recht. Das hätte man wirklich nicht vorhersehen können. Ja? Man hätte sich jetzt einen zurechtspinnen können. Ja, vielleicht gibt es irgendwen, der jetzt hinterher sagt, wusste ich ganz genau, weil Mechagon, der König der Gnome, liegt ja im Sterben. Und wir werden jetzt eine uralte andere Gnome-Zivilisation finden, wo sie ihn als Cyborg umoperiert noch retten können. Und so. Ja, klar, wussten alle. Ja, war uns völlig klar. Da hast du absolut recht. Da gab es nicht solche Hinweise. Bei Nasiatar müssen wir allerdings sagen, das ist ein uraltes Lore. Naja, Meisterwerk kann ich jetzt nicht sagen, aber es war schon immer da. Ja, es war uns bewusst. Wir wussten von der Existenz. Wir wussten, dass die Naga eine starke Kraft wären unter Achara. Daher ist auch der Bezug zu Zoss jetzt natürlich immer stärker geworden. Dungeons und Raids, wie jetzt Schrein und Tiegel der Stürme oder des Sturms, ja, haben uns mehr als eindeutige Hinweise gegeben. Wir hatten diese ganze Story auch auf Ali Seite mit der Lady Aschenwind, ja, die ja für Achara gearbeitet hat und die Flotte entführte und so weiter und so fort und auch im Folgenden noch eine Rolle spielen wird. Also diese Hinweise, die konnten wir sehen, ja. Und nun bin ich aber auch jemand, der eben gezielt nach sowas sucht, ja, und sowas eben auch analysiert und so weiter und so fort. Und wenn man das eben nicht so macht, ja, dann hast du völlig recht, auch bei Nasiatar, dann kann das durchaus überraschend kommen, ja, für den einen oder anderen. Da hast du definitiv recht, von daher haben wir da auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, können wir davon sprechen, von einer kleinen Problematik für die Spielerschaft? Ist ja auch nicht schlimm, wenn das unerwartet kommt, oder? Schlimm ist es dann, wenn, wie du sagst, es jetzt in beiden Fällen wirklich so wäre, dass sie sich jetzt random in diesem Add-on, wo es eine relativ klare Linie mit Horde und Allianz gibt, was aus dem Hut zaubern, ja? Aber auch da sprechen wir ja zum Beispiel immer darüber, dass das vielleicht auch gar nicht die Schlacht ist, die es hier zu kämpfen gilt. Wir wissen nicht, welche Mächte hinter Sylvanas stehen. Wir erfahren aus Sidequests rein, dass die Armeen der Leere, die Armeen des Lichts, ja, bereits dabei sind, andere Welten zu purgen. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir die Magar aus Draenor gerettet haben, weswegen sie ein verbündetes Volk bei der Horde werden konnten. Ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Fragezeichen, wie dieser Kampf um Azeroth letztendlich aussehen wird, wie das Ende von diesem Addon aussehen kann. Ja, ganz, ganz viele Fragen. Und du hast eben, wie gesagt, völlig recht damit, dass man sich, wenn man nicht so freaky drauf ist wie ich oder mittlerweile auch durchaus große Teile unserer Community, dass man das eben dann nicht sieht, ja. Und Mechagon müssen wir halt sagen, das ist halt Gnomgeschwätz, ja. Und hat wurde sich halt voll aus den Fingern gezogen. Ja, und das ist auf jeden Fall schon deutlich näher an deiner Formulierung auch dran wie Nasiatar. Ja, oh, jetzt machen sie die Sphäre wieder kaputt, oder? Machen sie Damage Stop? Die darf nicht kaputt gehen. Ganz belastend, Freunde. Oh, oh, oh. Es wird knapp. Das wird knapp. Und sie kam durch. Okay, Boss wurde geheilt. Ist jetzt nicht das Problem, wenn wir so viel Damage haben, dass wir quasi gegen diese Heilung arbeiten können. Problem, das ist der Soft Enrage von dem Boss. Sprich, sie macht das auch immer schneller. Und jetzt ist ein ganz gefährlicher Momentum. Denn die Frage ist, jetzt hat die Gruppe das gerafft und vor allem haben alle das gerafft. Denn wenn jetzt nur die Hälfte das gerafft hat, wird es nichts. Und wisst ihr, wie ich meine? Wenn jetzt alle weiter Schaden drauf machen, funktioniert's. Wenn jetzt alle keinen Schaden mehr drauf machen, funktioniert's. Wenn sich das aber splittet, dann wird das hier gar nichts. Ja, aber schön, können wir noch mehr Fragen dran nehmen, wenn ich hier von Falle zu Falle und von Party zu Party rolle. Großartige Geschichte, liebe Leute. Insofern sehr interessante Frage, ja. Und wer sich da gern mehr informieren möchte, dem empfehle ich, wie gesagt, die Lore-Playlist, ja. Oder eben nochmal mit weit geöffneten Augen durch all unsere Questgebiete auch in BFA zu streifen und dabei dann eben, ich denke, ziemlich sicher festzustellen, dass hier nicht alles nur Horde und Allianz ist, was glänzt, ja, sondern dass sich an diesem Kampf um Azeroth ganz, ganz viele Parteien beteiligen, von denen wir mehr oder weniger direkt auch gesagt bekommen haben, Mensch, wir wollen hier gerne mitmachen. Ja, klare Sache. In diesem Zusammenhang, Freunde, wenn wir schon über Nasiatar und Mechagon reden, hatte der gute Rocktour noch eine schöne Frage. Und zwar zu Patch 8.2, worauf freue ich mich denn am meisten, was ist mein Lieblingsfeature und so weiter und so fort. Und ich muss, Alter, bei 7%. Und ich muss ganz klar sagen, Freunde, ich kann es euch einfach nicht sagen. Ich meine, ich bin jetzt natürlich auch immer, ich bin zum einen Highboy, ich bin WoW-Suchti, ja. Ich bin auch nicht sonderlich schwer zu begeistern in Sachen neue Inhalte, ja. Wir haben aktuell eine Flautenphase, aber das gibt mir zum Beispiel Zeit, momentan beim Argentum-Turnier von Bottle K, was ich damals nicht so ausgiebig gemacht habe, noch ein paar Marken und Mounts zu farmen und so weiter. Freunde, jetzt schnell, yeah, we did it. Wahnsinn, dieser Bosskampf. Von daher freut man sich auch immer weiter auf Nasiatar, ja, wieder viel zu tun und so weiter und so fort. Und wie wir eben schon angesprochen haben, rechneten wir fest damit, dass wir Nasiatar bekommen. Wir haben uns gesagt, okay, kann nicht mehr lange dauern, die Naga-Zivilisation, es geht nach unten, Zoss-Gefängnis, Achara und so weiter als Dienerin, ja, es muss irgendwas kommen, unter Wasser, juhu. Wir sind sehr gespannt.
Und da haben wir ja schon unfassbar viel zu tun. Es gibt ja neue Systeme, es gibt ja so ein neues Follower-System auch, es gibt Nach-Equip-Mechaniken, es gibt wieder Dailies und Weltquests gleichermaßen, es gibt unfassbar viele Rare-Mobs, es gibt Erfolge zu holen mit neuen Mounts, Pets und so weiter und so fort. Also Wahnsinn, was da alles auf uns zukommt wieder, ja, ganz abgesehen von sowas wie Überarbeitung des Azerith-Systems und so weiter und so fort, neuer M-Plus-Affix. Freunde, ich will auch gar nicht wieder anfangen, ist genauso wie wenn ich jetzt aufzählen würde, was wir alles für Feinde in BFA haben. Ja, erinnert euch an die Streams, wo ich hier fast in Triple Time verfallen bin, ja, und dann eine Herz- wie auch Kreislauf-Kollaps erlitten habe. Dann wollen wir nicht nochmal in dieser Richtung. Ich zumindest nicht, hoffe ich auch nicht. Und es ist unfassbar viel und ich freue mich drauf, weil alles, was ich gelesen habe, klang einfach wirklich nach einer Verbesserung. Nach, wir haben nicht nur überlegt, sondern auch weitergedacht und dann das Beste eben aus beiden Dingen eben vereint, aus beiden Tätigkeiten. Ja. Von daher freue ich mich einfach auf alles und es kommt ja noch besser. Wir haben ja, wie wir eben auch in der vorhergegangenen Frage sehr schön an, wir haben ja nicht nur das Nasiatar, worauf wir uns schon ein bisschen mental auch eingestellt haben. Wir kriegen einfach noch so eine Zone, nämlich Mechagon. Also das ist ja einer, wenn nicht der größte Inhaltspatch eines laufenden Addons mit so vielen Veränderungen. Der größte, den wir jemals hatten, würde ich fast sogar sagen. Kann das sein? Wir hatten früher auch tolle Patches. Zum Beispiel Blutelfen haben HD-Modelle. Oder die Nachtfestung ist jetzt offen. Boys, Slow Clap ist auf jeden Fall am Stissel, ja. Und das heißt, neben all dem, was ich eben angesprochen habe, kriegen wir einfach noch eine Zone, die ein riesengroßer Abenteuerspielplatz ist, auch wieder mit einer Menge neuen Mechaniken, auch wieder mit einem Haufen Mounts und Rares und Toys zum Campen, einer Menge lustiger Questreihen und so weiter, Basteleien, Mega-Dungeon wie Karazhan noch dazu, neben dem neuen Raid. Freunde, also es ist unglaublich viel und ich freue mich einfach auf die ersten Wochen, mich einzuloggen und überhaupt nicht klarzukommen, nicht hinterherzukommen, irgendwie dich wirklich mit so viel Zeug vollgebombt zu sehen, ja auch sie wollten ja nicht ganz so viele Gating-Mechaniken drin haben. Sprich, wenn du suchtest, wenn du grindest, kommst du auch wirklich gut und schnell voran, ja. Man soll sich wieder nachequippen können, wie auf Argus für Twinks, hier Battle.net, Account Gear und so, ja. Also, boah, das wird so geisteskrank und ich habe so Bock drauf, ja. Das ist wieder so ein Patch, da stehst du einfach mit einem Lächeln auch früher auf, ja. Und suchtest einfach rein, ja. Das wird mega, mega geil. Deswegen, ich kann mich auf kein Lieblingsfeature festlegen, weil es ist so viel, es ist einfach wieder so eine Faust ins Gesicht, die einen völlig erschlägt, ja. Und das wird einfach nur super geil. Das wird einfach nur super geil. Natürlich freue ich mich auf den Raid, auf den Mega-Dungeon und so weiter und so fort. Auf das, was wir vielleicht dann auch im Stream gemeinsam abklappern können und so. Ja, sei es irgendein super Rare-Elite-Typ, den wir dann beschwören gemeinsam, der einen Mount droppen kann oder auch nicht. Und es ist so viel Stuff und ich habe einfach auch kein Feature, was ich hasse. Ich habe kein Feature, was ich hasse, ja. Und es ist so viel und es wird so geil, Freunde. Ich bin ein bisschen gehypt, ja. Ich bin an der Stelle auf jeden Fall ein bisschen gehypt und ich hoffe, dass auch viele, die jetzt gemeckert haben, ja, mit dem System von Azerith und Co., was ihnen da nicht so gefallen hat, dass sie mit 8.2 ein bisschen noch mehr zu tun haben oder mehr wieder Gefallen am Spiel finden, am aktuellen Flow, den wir haben. Ja, ich denke, dass die Entwickler da auch einfach vieles eingesehen haben, beziehungsweise auf die Kritik eben reagiert haben, die ja auch eingehagelt ist auf die armen Leute. Das ist ja Wahnsinn, da war ja alles dabei. Von der Morddrohung, ja, bis zu Azerith-System ist kacke und ich spiele jetzt nur noch Classic und so weiter und so fort. Wir hatten ja das volle Programm in der Richtung. Von daher bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass 8.2, was ich liebevoll jetzt schon irgendwie BFA 2.0 nenne, weil so viel überarbeitet wird, so viel neu kommt, ja, dass das auf jeden Fall einschlagen wird. Zumindest bei mir, ja, und damit bin ich echt auch schon relativ happy. Und darum wird einfach krass, ja. Wird einfach wirklich krass, ja. Ich bin natürlich auf die Story gespannt. Natürlich auf die Story, wie es weitergeht, dass die Endsequenz von 8.2, von dem Raid, von Acharas endlosen, wie heißt das, Eternal, ewigen, geilen Palast, so heißt das Ding. Acharas geiler Palast. Ja, und das wird ja auch so viel Licht ins Dunkel bringen. Andrew, auch bezogen auf deine Frage zum Beispiel, ja, da wird so viel aufgedeckt werden, hoffe ich zumindest, weil es wird Zeit, wir tappen in BFA, habe ich ja auch versucht so zu umschreiben, auch die ganze Zeit im Dunkel, weil wir eben nicht wissen, wer kämpft hier noch mit, wann stehen diese Kräfte, die uns von außen bedrohen, ja, wann stehen die auch vor unserer Tür und so weiter, ist dieser Kampf zwischen Allianz und Horde nicht eigentlich nur eine Farce, wenn wir uns mal umgucken, was für Mächte hier um unsere Welt buhlen und wir wissen, Azeroth ist nicht nur ein Planet, sondern beherbergt eine titanische Weltenseele, aus der sich nicht nur irgendeiner, sondern der Mächte Titan jemals manifestieren könnte. Und wenn der eben übernommen bzw. gefunden und dann übernommen wird von Kräften wie Licht, wie Leere, wie Tod, wie Leben und so, all die kosmischen Kräfte, die eben Weltall rumschwirren und eben das Universum in ihrem Sinne umgestalten und dominieren wollen, ja, dann müssen wir uns natürlich fragen,
Hat das überhaupt hier Hand und Fuß, was sie machen? Und war das jetzt so clever, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen? Ja, das sind dann die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und ich hoffe, solche Problematiken, dass wir jetzt eben keinen Durchblick haben, die legen sich auch mit 8.2. Zumindest ist auch da das Potenzial da, weil wir ja, ob wir wollen oder nicht, so ein bisschen wegschlittern von Allianz und Horde. Wobei natürlich Thrall und Sauerfang, die ganze Bane-Aktion Sylvanas, sind natürlich weiterhin Themen, die unweigerlich auch damit verknüpft sind, ja. Aber ich denke, da kommt eine ganze Menge mehr Licht ins Dunkel. Ja, Freunde, zwei wunderschöne Fragen. Wer mit 8.2 noch gar nichts anzufangen wusste oder weiß, Wowhead hat da natürlich in Englisch sehr, sehr schöne Zusammenfassungen. Venian und auch Nerdsquare als deutsche Fansites machen da auch immer sofort Updates und schöne Zusammenfassungen. Lest euch echt ein bisschen was durch. Es wird so, so viel Stuff, ja. Hypt euch da ordentlich für warm. Das kann nur geil werden. Und ja, wie gesagt, wer so ein bisschen das Gefühl hat, verloren zu sein momentan und gar nicht weiß, wie er die Story einzuordnen hat, checkt wirklich nochmal, was wir bisher alles gemacht haben. Checkt nochmal die Dungeon, checkt vor allem, wie gesagt, den Storyverlauf außerhalb von dieser Kriegskampagne, die uns ja auch nahezu zwanghaft ins Gesicht geworfen wird für Ruffarm, für Dungeon-Quests und Raid-Quests und so weiter. Man muss es ja auch machen als aktiver PvEler so gefühlt, ne? Und davon einfach mal so ein bisschen den eigenen Horizont auch erweitern, schauen, was passiert eigentlich auf Insel-Expedition. Wer kommt da, ja? Was sind die Mächte, mit denen Sylvanas so ein bisschen am Korpulieren ist und so weiter und so fort. Solche Fragen müssen wir eben stellen, um unseren eigenen Horizont ein bisschen von dem, was Blizzard uns hier gezielt ins Gesicht wirft, und ich meine zur Ablenkung, ja, um davon ein bisschen wegzukommen, müssen wir uns selber so ein bisschen erweitern. Und wer da eine kleine Hilfestellung möchte, dem empfehle ich, wie gesagt, meine Lore-Playlist oder eben, einfach, wie gesagt, die Story ja von einer etwas anderen Seite zu beleuchten, und dann finden wir ganz, ganz viele Hinweise, nur für Mechagon nicht. Nur für Mechagon nicht, okay, vielleicht irgend so eine Questreihe im Tiragardesund bei diesen Müllkippen, ja, da sagt vielleicht irgend so ein Gnome, oh Mensch, hier, hoffentlich ist hier nicht Mechagon oder so, ja, und dann also, ja, was, wer, ja, das kann sein, vielleicht haben wir irgendwo so eine Questreihe, keine Ahnung. Aber du hast völlig recht, ich beziehe mich da immer so drauf, weil ich es sehr interessant finde, ja, dass er halt auch völlig recht hat im zweiten Teil der Frage, ja, dass wir zu Mechagon wirklich kam so, ja, hier ist Nasiatan, wir so, ja, Achara, es wird Zeit, ein Source, ja, let's fucking go, gibt uns alle Götter, gibt uns Leere, gibt mir Sonne, gibt mir Licht und so weiter, ein bisschen, also das Rosenstolz-Style, ja, und dann kommt Mechagon und alle so, was ist das denn? Und alle einfach so, wait. Was ist das denn, ja? War das nicht sogar bei der Präsentation, wo sie es zusammen auch vorgestellt haben? Ich erinnere mich, wollten wir zusammen gucken. Shailun ist dann eingeschlafen, sobald der erste Dev die Bühne betrat und Nasiata angekündigt hatte. War schön, konnten wir an dem Abend dann zweimal gucken. Und dann kam noch Mechagon hinterher und ich saß, what? Ja? Deswegen, Andrew, völlig richtige Beurteilung. Ich möchte das nochmal so sagen, weil ich nicht weiß, ob das nicht gerade vielleicht auch fälschlicherweise rüberkam wie, ihr habt alle keine Ahnung, lernt mal Story und so, ist voll offensichtlich. Nein, ist es eben nicht, ja? Ist es eben alles wirklich nicht. Und dadurch, dass du dir die Frage stellst, hat Blizzard eben sehr, sehr guten Job gemacht und den Konflikt, den sie bis jetzt im Vordergrund haben wollten, auch sehr schön in den Vordergrund gestellt bekommen. Das ist ja auch klasse, ja, zu sehen, wie diese parallelen Storylines sich so entwickeln konnten, dass einiges wirklich bei manchen Spielern eben auf der Strecke geblieben ist, storyartig, ja. Wo man eben wirklich tief graben muss und vor allem, was auch wichtig für mich, das so zu hören, weil eben das, worüber wir teilweise auch in Streams als Selbstverständlichkeit reden, für viele eben nicht so offensichtlich ist, ja. Weil es eben doch mehr oder weniger versteckte Elemente sind. Und das ist sehr, sehr schön gewesen, deswegen auch vielen, vielen Dank für diese schöne Frage nochmal. Liebe Leute, ich hoffe, ich konnte die Fragen insofern beantworten, dass ihr zufriedengestellt seid, ja, optimals befriedigt. Das ist natürlich immer das Ziel eines WoW-Kanals. Und ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt alle besser schlafen oder gar nicht mehr, weil ihr jetzt gehypt seid auf 8.2 und auf Classic und auf Stories und auf Schreien des Sturms. Wenn ich das geschafft habe, dass ihr gehypt seid auf Schreien des Sturms, Freunde, dann schreibe ich jetzt auch überall Hashtag Influencer Live hin oder so. Das ist ja völlig geisteskrank. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für viele schöne eingeschickte Fragen und ja, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch nur das Beste und hoffentlich ist es, wenn dieser Part kommt, nicht gerade wieder so heiß, dass ich vom Sitzen und Reden schwitze. Das ist auch unerwartet. Das ist nicht so unerwartet wie Mechagon, aber muss nicht sein, oder? Ich will auch gern aufstehen, ohne dass mein Arsch wassert. Das ist der Dream, Freunde. Bis dahin, haut rein. Tschüss.